Und wir können direkt mal unsere Angriffskraft verbessern. Außerdem können wir Fähigkeiten erwerben. Und ich hatte gesagt, ich wollte den hier machen. Jetzt ist natürlich die große Frage, können wir überhaupt nochmal den... Ich würde gerne den Tengu nochmal besuchen. Wo ist der denn? Oder ist der jetzt weg? Hier war er das letzte Mal. Das ist die große Frage, wo er jetzt hingegangen ist danach. Nach dem Ansturm auf die Ashina-Burg. Naja, hier ist er nicht mehr. Wo war er denn zuerst? Im Ashina-Umland, hier am Burgtor war der. Kann man mal kurz hinreisen. Das Wetter hat sich übrigens wieder verschlechtert, es ist Nacht geworden. Schade eigentlich, ich fand das Wetter war eben so schön. Na, ich habe meine Zweifel, dass der jetzt wieder hier ist. Warum sollte der hier sein? Der war halt hier schon. Oh. Anta. Yoga nakereba. Mousugu. Shikabane wa Yamato kitto. Der wird geboren, also sie kann spüren. Hm. Ist hier noch was verändert? Der streift hier immer noch rum und gibt immer noch 21 Erfahrungspunkte. Hey! Naja, okay. Ich würde gerne zum Tengu. Was ist denn hier los? Das Tor ist fest verschlossen. Ich habe ja den Verdacht, dass der Tengu die gleiche Person ist wie Ishin Ashina. Wenn es so ist, vielleicht hat auch Ishin jetzt einen neuen Dialog für uns, jetzt wo wir... Aber ich glaube es nicht. Würde keinen Sinn machen. Aber wer weiß. Ah, okay. Er gibt uns den Musch... Ja, dann. Ein einzigartiger Text über Ashina Mushin Geländestil. Geländestil. Die Machtgier des jungen Ishin kannte keine Grenzen und seine zielstrebige Suche nach Stärke ließ ihn Ashina erobern. Er kombinierte Techniken der Stile, die auf die er stieß. Dieser Antrieb zeichnete Ishins Errungenschaften aus und deshalb wird dieser Text nie fertiggestellt werden. Ja, das ist krass. Mal schauen, ob der Text jemals fertiggestellt werden kann. Vielleicht können wir ja dazu beitragen. Keine Ahnung. Aber lass uns doch mal gerade mal anschauen, was wir überhaupt gesammelt haben. Apropos anschauen. Guck mal, wir können hier ins Fenster angucken. Nein! Puh, das war knapp. Wie cool das aussieht hier mit dem Mond. Haben wir noch einen Text für ihn? Doka. Oh, Okami ka. Daiji nai ka. So ja. Kore o sonata ni. Ah, er hat uns noch dieses Reispäckchen gegeben. Danke dir. Das ist lieb von dir. Das Mysterium allmählich regen. Dein Besuch macht mir Mut. Das ist schön. Ich
reise trotzdem noch mal kurz zum inneren Heiligtum, weil ich wissen möchte, ob da noch irgendwas passiert ist. Und wenn nicht, dann können wir uns gerne noch mal in dem neuen Gebiet umschauen. Oh, wo ist sie hin? Uncool, wo ist sie? Wo könnte sie sein? Warte mal, oder ist sie jetzt hier irgendwo, macht sie vielleicht spazieren hier rum? Mal die Füße vertreten oder so? Oder ist sie hier hingegangen? Nichts Neues. Ach doch, da hinten ist sie tatsächlich. あの方たちを失いたくない。けれど、留飲をお返しする道、それを選べば皆と別れることになるかもしれません。そう言ってくれるのですね。 いいえ、皆。あのお方は本当にお優しいのですよ。これを渡してくださったのも。おい。ニコの忍び、いらしていたのですね。おかげで友達と深く語らうことができました。オチの巫女たちか。はい、それで あなたにお伝えしたいことがあります。留飲を立つのではなく、あるべき場所にお返しする道について。留飲を返す。そうです。留飲は故郷を離れ、この日の元に流れ着いたもの、あるべきではない場所にあるべきではないものがある。故に 我らのような歪んだ命を生み出そうとする者が絶えぬのでしょう。留飲や留飲に連なる我らはきっと帰るべきなのです。西へ、神なる竜の故郷へと。ただ、いかにしてたどり着くか、それがまだわかりません。定かのことを知る者は、 先方商人ならば、あるいはそれは誰だ。この先方寺の開祖です。弱いは果たしていかほどか。体内くぐりのうちにこもっています。ミコの忍びよ。なんだ。これは伏立ちとはまた異なる道。故に 無理にとは申しません。もし留飲を返す道を望まれるならば、先方商人よりその術を聞き出していただけぬでしょうか。考えておこう。Das kann man natürlich machen. Das kann man natürlich machen. Hast du noch was zu sagen? Miko-sama-tachi-mo-mina! Nein. Du bist nur froh, dass du hier bist. Und du willst, dass ich gehe, richtig? So-na-wa-da. Ja, ist klar. Ich gehe leise. Achtung. Hahaha. Witzig. Ja, okay. So witzig war das jetzt nicht. Hohepriester. Ich weiß, wo das ist. Ich weiß, was... Also, ich meine, ich weiß, was du meinte. Sie meinte selbstverständlich, dass wir hier lang gehen müssen.
quasi ins andere Ende dieser Halle. Weil hier ist der Priester ja nicht mehr. Aber die hat ja was von der Höhle gesagt und die ist ja hier. Schauen wir mal. Ah, komm, ich block dich. Bis du umfällst, Junge. Nochmal, komm, hau rein. Deutsche. Waren wir ja schon. Und wir haben diesen Typ in der blauen Robe gesehen, der irgendwie besonders aussah, aber offensichtlich nicht dieser Hohepriester, den wir vorher vor dem inneren Heiligtum Eingang gesehen haben. Aber er ist es. Heiliges Kapitel Rückkehr des Drachen. Passage über einen Weg zur Erleuchtung in der Unsterblichkeit bete ich für die Rückkehr des Drachen. In der Unsterblichkeit warten wir eine Ewigkeit darauf, dass der göttliche Erbe die kalten Drachentränen aufnimmt, dass die Wiege die Früchte der Schlange verschlingt. Ah, die Früchte der Schlange, die haben wir ja. Lass die Wiege bestehen, ihn schützen und zurück in den Westen geleiten. Okay. Wahrscheinlich bete ich für die Rückkehr des Drachen. Der göttliche Erbe die kalten Drachentränen aufnimmt. Dass die Wiege die Früchte in der Schlange verschlingt. Die Wiege der Früchte der Schlange. Lass ich mich bestehen. Die Wiege ist dann Kuro. Soll ich Kuro? Die Drachenteile, die Schlangenteile geben. Also wir waren jetzt schon mal hier, ne? Warte mal, was war denn da oben nochmal? Ich glaube, da waren nur so ein paar... Ach nee, die Pagode, klar. Ja, da hinten sind... Ja, Echsen, die können wir auch Echsen sein lassen. Ja, okay. Dann könnten wir die Handkehrer benutzen und zum... Wir können ja nochmal dem Dingens einen Besuch abstatten. Im Mülltau. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt von der Folge und habe es dann doch nicht getan. Scheiße gibt es. Warte mal, was ist denn, wenn wir ihm hier, können wir ihm den Drachen geben? Nee, ne? Nee. Ja, ne, dann da. Was ist los? Makoto no Okami. Werwolf. Für seine Entscheidung, für seine Zähne. Haben wir doch. Ja, genau. Das haben wir gemacht. Eine neue haben wir nicht, ne? Ich glaube, wir haben auch alle. Also alle Prothesen. Jetzt können wir die nur verbessern, wenn wir kein Geld hätten.
Ansonsten, wir haben alle möglichen Zutaten. Die haben wir ja voll viele. Allein das Geld haben wir nicht. Doch, wir haben das auch. Sollen wir mal ein bisschen einkaufen gehen hier? Komm, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Lass mal Geld eintauschen. Und wir können auch mal gucken. Ah, was wir noch. Auch so irgendwie noch nie wirklich gemacht haben, ist mal zu gucken, ob in der Gabenkiste mal irgendwas drin ist. Aber die Gabenkiste ist im Moment leer. Na sowas. Das ist ja eigenartig. Ja klar. Ach, was soll's, ey. Klar, verkaufen wir. Wir verkaufen auch. Ach so. Nee, das nicht. Wie viel haben wir? Und davon haben wir 6. Komm, verkaufen wir mal 3 Stück. So, jetzt kaufen wir mal. Ja, tschüss. Jetzt kaufen wir mal richtig was ein hier. Lass mal richtig krachen hier beim Bildhauer. Und zwar. Also, diese Kreisel fand ich immer super. Ach so, dieses Kunai, das haben wir noch nicht. Ah, das kostet ja 5000 bei dem einen Händler. Damit können wir diese Geister. Ach nee. Ich glaube, das ist ganz gut. Man kann damit Geister werfen. Phantome. Phantomschmetterlinge. Diese Folgen verändern können trotz Abwehr Schaden verursachen. Das ist natürlich ganz toll. Also quasi das, was Butterfly konnte. Wie sieht's denn hier aus? Wir haben ganz viele von den Materialien. Das können wir machen. Die Funken-Axt. Klingt toll. Bewirkt vorige Axtangriffe. Ja, ist okay. Nein. Weiter verbessern. Und das war ganz schön teuer. Lazulit. Ach, Lazulit haben wir noch nicht. Nee, aber was fehlt uns denn hier? Knallquecksilber, aha. Okay. Und das könnten wir ja mal meinetwegen mal machen. Und was spricht hier gegen? Ach so. Doch. Nicht verfügbar? Warum nicht? Nicht alle Voraussetzungen erfüllt? Was soll denn hier nicht stimmen? Wir haben das Geld. Wir haben die Dinge. Ein geladener Geistschutz auf angegriffen. Der Segen des Phönix in diesem Schirm verhindert Schaden durch Erscheinung. Achso, ich muss dann den wahrscheinlich erst machen. Ja, dann müssen wir das erst noch verbessern. Und das hier. Ah, so ging es. Aha. Was kostet der Spaß denn? 600. Ja, anstatt Geld zu verlieren, sollte man das mal besser in solche Dinge investieren. Ich meine, die wären natürlich dann entsprechend teurer, aber 600 kann man ja noch machen. Und 1000, die kriegt man ja irgendwie zusammen. Naja, machen wir das nächste Mal. Ich will natürlich jetzt nicht all unser Geld aufbrauchen. So, dann... Sollen wir nochmal zu Kurosa mal zurück? Können wir den Weg hier nehmen? Wir haben eine neue Information, ne? Das wäre natürlich ganz interessant für den. Und ob. Wir können auch mit der Emma reden. Ich habe so ein bisschen Bammel eigentlich, mit Kurosa mal zu reden. Weil ich möchte. Also. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, es gibt so viele Enden im Spiel und man könnte hier irgendwas triggern. Was ich vielleicht noch gar nicht möchte. Wow. Oh. Magnetitschrott. Aha. Ja, wollen wir nicht verpassen, ne? Aha. Können wir Wände kaputt machen. Interessant.
Ich überlege. Pass auf, dann machen wir das so. Dann mache ich hier eine kleine Pause. In der nächsten Folge reden wir mal mit Kubo-sama angucken, was es mit dem Drachenerbe auf sich hat. Wie wir da weiterkommen und den neuen Text, den wir haben. Also bis dahin, mach's gut, ciao Leute.